Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen dem E418, M418 und S418. Klingt fast gleich, aber doch sehr verschieden. Viel Spaß dabei. Fangen wir an. Zu dem S418 gibt es schon ein sehr, sehr ausführliches Video. Heute also eine Wiederholung. Zu der damals Eden-Serie, also der E418, da gibt es auch schon ein Video zu. Heute auch eine Wiederholung. Hauptsächlich geht es um den M418, den wir seit diesem Jahr neu auf dem Markt haben. Und da nehme ich einfach euch mit und begleite euch, wo die Parallelen bzw. auch Unterschiede sind. Das ist der Kollege der M418. Ich fange wie gewohnt unten an dem Grill an. Und hier geht auch wieder, wie gehabt, bis 11 Kilo Gasflasche rein. Wir haben noch auf der rechten Seite viel Staufläche, wo wir einfach unser Grillzubehör reinlegen können. Die 418 stehen wie gewohnt vier Hauptbrenner. Die 1 steht für den einen Heckbrenner und die 8 für den 800 Grad Keramikbrenner. Sprich, 1, 2, 3, 4 Hauptbrenner. Er hier ist für den Seitenbrenner und er hier ist für den hinteren Heck Keramikbrenner, wo wir mit der Rotisserie vernünftig arbeiten können. Mit dem Paket haben wir einen Gussrost und eine Gussplatte für Burger, Bacon, Spiegelei, fettige Sachen, Chewabschichi oder ähnliches, ne? Wo wir hervorragend mit arbeiten können. Auch alles wieder sehr, sehr massiv, sehr ordentlich verarbeitet. Dann Edelstahl-Flammenbleche jeweils unter den 4 Brenner. Großes Edelstahl-Ablagerost und auf der rechten Seite den 800 Grad Keramikbrenner, den wir auch hier Höhen verstellen können, um eine Pfanne oder ähnliches draufstellen zu können. Die Gussplatte ist beidseitig verwendbar. Hier einmal geriffelt und hier quasi einmal glatt. Euch ist es frei überlassen, welche Seite ihr logischerweise benutzt. Die Seitentische hier sind aus Metall, sie sind ein bisschen rauer. Ansonsten habe ich hier ein Blech an der Seite, genauso wie hier oben. In dem Deckel ein bisschen Guss, aber wir sehen, er ist ein bisschen wackeliger als das Essgerät, da kommen wir gleich schon mal drauf. Hier dennoch ein doppelwandiger Deckel. Der Grill M418 kommt ungefähr auf 350 Grad. Was nicht verstellbar ist, ist der Heckbrenner. Ne, also entweder ist der an oder ist der aus, aber wir können jetzt nicht runterregulieren oder sowas. Das müsst ihr wissen, dass der quasi eine Stufe nur hat. Beim M418 ist es wie beim S418, die Fettwanne geht nach hinten raus. Das zeige ich euch einmal. Dafür drehe ich einmal das Moped um. Und dann sehen wir hier einfach die Fettschiene, die wir rausziehen können. Hier das Auffangschälchen, das können wir zusammendrücken. Und dann können wir das quasi hier in den Abfluss, in den Müll oder sowas kippen. Ne, kurz ausspülen und dann hängen wir das einfach hier wieder rein. Relativ problemlos. Das war der M418 und jetzt mal Parallelen zum E und zum S418. Preis-Leistungs-Verhältnis 6,99. Unheimlich attraktiv. Ich meine, wir haben ganz viele Angebote immer wieder mal, also schaut mal den tagesaktuellen Preis quasi. Aber hier die Gussplatte mit dabei, der Heckbrenner mit dabei, der Keramikbrenner an der Seite mit dabei, die 11 Kilo Gasflasche geht da rein. Unheimlich viel Komfort einfach für 6,99 mit einer vollen Ausstattung irgendwie. Das macht schon Spaß. Hat da mal ein paar Schwächen irgendwie, ne, mit den Blechseitenteilen zum Beispiel. Aber als Einstiegsgerät total gerechtfertigt. So, eine kleine Auffrischung nochmal. Der E418, auch 4 Hauptbrenner, ein Heckbrenner und der Keramikbrenner auf der Seite. Hier geht neuerdings übrigens auch die 11 Kilo Gasflasche rein. Ne, wir haben noch ein bisschen Platz, rechts Sachen irgendwie hinzustellen. Ein Voll-Edelstahl-Grill. Wir haben Kunden, die haben seit 10, 12 Jahren unsere Santos-Geräte aus Edelstahl. Von außen sehen die nach wie vor aus wie neu. Mit der Edelstahlpflege einfach zwischendurch aufpoliert. Großartig. Ich habe es schon anmoderiert, auf der rechten Seite der 800 Grad Keramikbrenner, hier auch mit einem Edelstahlrost, ne, wo man vernünftig drauf arbeiten und grillen kann. Hier das Ablagerost ist mit dabei, wir haben den Heckbrenner, auch hier der Keramikheckbrenner. Im Karton außerdem dabei vernünftige Gussroste, wir haben Edelstahlflammenbleche, wir haben Edelstahlbrenner, alles nachrüstbar, alles an Ersatzteilen verfügbar. Gefühlt auf Lebensdauer, ne? Ist halt hier mit dem Edelstahl
zwar auch doppelwandig, ne, aber auch etwas einfacher vom Material her, dennoch ein sehr zuverlässiges, treues Gerät. Auch hier mit 330, 350 Grad. Macht einen Top-Eindruck. Auch hier von der Grillfläche 60x50 kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für 8,99 UVP definitiv ein tolles Gerät. Auch hier bei dem E418 haben wir es mit der Fettwanne so gelöst, dass man die nach hinten rauszieht, sprich einfach den Grill kurz drehen und dann die Fettschiene reinigen. Hier haben wir jetzt unseren S418. Ihr habt ihn hervorragend angenommen. Wirklich unser Prestigeobjekt, wenn man so möchte. Ne? 4 Hauptbrenner, 1 Heckbrenner, 1 Keramikbrenner. Hier geht wieder die 11 Kilo Gasflasche rein, 380, 400 Grad Deckeltemperatur. Wirklich ein durchdachtes Gerät mit ganz, ganz viel Material. 80 Kilo Kampfgewicht, Guss an der Seite, hier, hier, doppelwandiger Deckel. Das Gussrost 4 geteilt, auch richtig massiv und schwer, beidseitig verwendbar. Schaut euch das Video von der S-Serie gefälligst nochmal an. Ne, richtig gute, wertige Edelstahl-Flammenbleche, das Ablagerost, was wir von 14 auf 24 cm erweitern können. Die rechte Seite ist abklappbar, die linke Seite mit dem 800 Grad Keramikbrenner, ne, wo wir richtig schön die Steaks, die Thunfisch, Hähnchenbrust und so weiter angrillen können. Wir können da aber auch unsere Carbonstahlpfanne draufschmeißen, um Bratkartoffeln, um Pimentos de Padron zu machen und so weiter und so fort. Das Gerät bringt ganz, ganz, ganz viel mit sich, was einfach extrem viel Spaß macht. Auch hier ziehen wir nach hinten die Fettwanne raus zum Reinigen, nach vorne das kleine Schälchen, ne, was wir dann so zwischendurch mal durchspülen können. Ein geiles, ehrliches, durchdachtes Gerät, das macht richtig Spaß. Für 1099 zu haben, ne, so hat halt jeder seine Daseinsberechtigung und ihr könnt entscheiden, wo ihr euch einsiedelt. So ihr Lieben, das war der Vergleich zwischen dem M418, E418 und S418. Hören sich fast alle gleich an, nur die blöden Buchstaben sind anders, aber auch die Grills. Der M418 mit einem UVP-Preis von 699 Euro bringt extrem viel Ausstattung und Komfort mit. 4 Hauptbrenner, der Heckbrenner, der jetzt eine Stufe nur hat, aber er ist zumal da. Dann den 800 Grad Keramikbrenner auf der rechten Seite, um halt da scharf die Steaks angrillen zu können. Wir haben eine wundervolle Steak-Gussplatte mit im Grill drin und ein Grill-Gussrost. Die 11 Kilo Gasflasche geht rein, wir kommen auf 350 Grad Deckeltemperatur ungefähr. Ein großartiges Gerät als Einstieg, kann sich wirklich sehen lassen. Der E418, ein Voll-Edelstahl-Grill, seit Jahren ein bewährter Wegbegleiter von uns. Auch der bringt extrem viel mit. 11 Kilo Gasflasche geht unten rein, 350 Grad Deckeltemperatur. Auch da wieder der Keramik-Heckbrenner und der Keramik-Außenbrenner mit dabei für die Steaks, ne, um halt die Röstaromen quasi dran zu bekommen. Wir haben eine Grillfläche von 60x50. Das Ablagerost ist jetzt nicht das größte, aber auch der Grill kann sich definitiv für UVP 8,99 sehen lassen. Unser Flaggschiff, der S418, die 11 Kilo Gasflasche geht rein. Ein viergeteiltes Gussrost, über 80 Kilo Kampfgewicht bei dem Gerät. Wir haben einen Stabheckbrenner und den 800 Grad Keramikbrenner. Rechtes Flügelchen ist abklappbar. Das Ablagerost oben im Grill von 14 auf 24 cm erweiterbar. Also auch da eine riesen indirekte Grillfläche. Schaut euch da bitte nochmal die verschiedenen Videos zu an. Der S418 kostet 1099 Euro UVP. Aber wir haben oftmals ganz, ganz tolle verschiedene Angebote und Vollausstattungspakete. Schaut da einfach aktuell in die Pakete mal rein. Da könnt ihr sicherlich noch ein Schnäppchen machen. Ansonsten, ihr Lieben, hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, klickt, liked, teilt, rastet aus, kommentiert. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail, ruft uns an oder noch schöner, ihr kommt persönlich vorbei. Freuen wir uns, dann beraten wir euch sehr gerne. Ihr könnt selber mal den Deckel auf Deckel zumachen und dann können wir mit euch gemeinsam mal schauen, welcher Grill der richtige für euch ist. Ich bin raus, euer Benni.